einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben beim letzten Mal diesen netten kleinen Walker hier erledigt. War auch relativ einfach. Ich spiele nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich habe es sein gelassen, weil es mir dann doch ein bisschen zu kompliziert ist. Ich warne bloß vorher. Ich versuche trotzdem alles so weit wie möglich es geht zu machen. Und hier sind wir eigentlich einigermaßen gut durchgekommen bisher. Ich habe zwar noch ein paar versperrte Türen, da komme ich aber nicht durch. Und ich weiß gerade nicht warum. Also wir haben jetzt hier ein paar Gebiete erforscht oder teilweise erforscht, da müsste man theoretisch noch lang. Ne? Steht außer Frage. Also hier ist ein Schutzschild, soweit ich das glaube ich noch im Kopf habe. Das ist hier nämlich, wo der riesengroße Kreuzer ist. Hier hinten, da müsst ihr irgendwie Strom reinbringen. Ich weiß noch nicht wie, aber da werden wir bestimmt früher oder später lang hinkommen. Und ich habe mir überlegt, beim letzten Mal schon, wollten wir... oder haben wir hier die Mission soweit erledigt, ne? Und ich habe mir überlegt, wir werden mal jetzt hier weiterreisen. Und zwar haben wir hier... Kanova hatte überall auf Bogano Vorräte. Könnte sich lohnen, dort mal nachzusehen. Genau, das ist jetzt dann... sollen wir mal kurz gucken, was ist das hier? Dann finde ich auf Kashyyyk. Kashyyyk wollen wir natürlich nicht. Bogano, Kashyyyk, Bogano. Datumir. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir schon mal waren. Das ist bloß die Karte von hier, ne? Da gibt es noch ein Geheimnis, was wir noch nicht kennen, aber ich denke mal, das kommt dann später. Achso, Planeteninfo. Nee. Hä? Nee, Planetenkarte. Blödsinn. Wie kann ich eigentlich hier, Ich weiß nämlich nicht, welcher Planet welcher war. Also das hier jetzt, Achso, das ist doch, warte mal. Erkundet 65%, 1%. So, pass mal auf. Ich gehe erstmal hier zurück. Bogano, wir kommen. Und zwar sind da Kugeln, die wir beschieben konnten. Sie schwer mit anzusehen, wie die Freunde abgeknallt werden. Ich meine, Sie wissen schon, ausgelöscht oder so. Was denn? Hilft doch, drüber zu reden, oder? Oder nicht? Ja, das ist so cool gemacht hier. Aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich nicht wiederholen. Klingt das, wären Sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird? Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee, wir müssen bereit für Veränderungen sein. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ja, okay. Aber beim Betreten brauchen wir uns nicht setzen, ne? Aber ich glaube, es geht um die Sequenz. Ah, sieht schon cool aus. Ich bin noch nicht schlau geworden, warum diese große Flosse da ist, ne? Also wozu die was bringt. So, pass auf. Und zwar... haben wir ja zum einen hier unten... Langsam Fortschritte, Kerl. Ja. Zum Glück bist du bei uns. Wir müssen eine Galaxis retten. Keine leichte Aufgabe. Glaubst du, du bist dir gewachsen? Nö. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Alles ist besser als Bracca. Ich war auf vielen Planeten der Galaxis auf der Suche nach dir. Wenn wir das Imperium nicht stürzen, gehen wir alle unter. Auch auf der Flucht. Bin bereit. Gut. Wieso war sie auf dem... Hä? Nach mir auf der Suche? Er war mit Cordova bestimmt oft hier. Nein. Er hat mich nie hierher geführt. Er hat nur davon erzählt. Ich war die Einzige, die wusste, wo der Ort liegt. Er hat euch vertraut. Ja, sieht ganz so aus. Er war sicher, dass ich ihm glaube und seine Aufgabe beende. Hoffentlich hatte er recht. BD1 glaubt dran. Er ist ein kluger Droide. Wie gesagt, ich bin mir bei ihr noch nicht schlüssig. So. Das ist wie die Kugel und die Halterung von Seppo. Was macht man damit? Ach so, warte mal. Vielleicht eher so? Hm.
Tja, wie kriege ich die... Ach, jetzt sehe ich's. Scheibenkleister. Ich muss die echt auf der Bahn lassen, ne? Na, das kann ja heiter werden. Ich muss die hier hin. Ah. Nee, wir wollen keine Lösung. Aber ich glaube, die Richtung nicht stimmt schon mal. So, nochmal, komm. Ich muss stärker. Der muss stärker. Nein! Ah, fast. Wahrscheinlich gibt es einen einfacheren Weg. Nein, der war zu tief. Mensch. Nachfolgende Sendung und so weiter, ne? Jawoll! Man muss erst drohen, ne? Komm, da muss was drin sein. Namen, JD. Man muss erst drohen. Okay, wir haben nochmal nach. Sehr gut. Damit haben wir 4, einen Stim-Behälter. Und damit ist das Geheimnis hier gelöst. Das ist sehr schön. Aber hier gab es noch eine andere Stelle, glaube ich. Ah! Oh. Okay, hüpf an Bord. Bockling-Gefährte erhalten. Aha. Okay. Du hast einen Bockling als blinden Passagier an Bord, sieh dich auf der Mantis um einen Blick. Okay. Oh, mir geht's soweit ganz gut. Das ist jetzt der abendliche Entspannungsteil, weil ich halt heute Abend gearbeitet habe. Bis vorhin gerade. So. Wo wollen wir denn hin? Nee, da nicht. Da. Irgendwo gab es doch noch Dinge, die wir nicht machen konnten. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Schnellreisemöglichkeit hier. Da unten können wir was öffnen. Probier was mal. So, hier hoch. Nee, so, okay. Erstmal wieder in die Steuerung reinkommen hier. Ein paar Tage lang nicht gespielt. So, da hinten müssen wir hin. So, und hier. Da unten ist irgendwas. Frage ist was.
Okay. Ach so, das konnten wir ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht. Wo sind wir denn hier? Ein... Oh. Oh. Ach. Ach, hier sind wir. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Nee. Und hier? Wow. So, wir können ja auch hoch und wieder runter klettern. Aber ich glaube, das überleben wir. Ja, das überleben wir. Unterirdische Zuflucht. Kenne ich noch nicht. Dass ich mich mal so über eine Kiste freue. Ach, hör auf. Danke, WD. Da haben wir schon einen zweiten. So, wo sind wir denn? Achso, ich dachte schon, wir haben die maximale Anzahl. Wo sind wir denn hier? Ach, hier sind wir. Na, hier wollte ich eigentlich nicht nochmal lang direkt, oder? Warte mal, wenn ich jetzt hier lang gehe. Doch, da ist das Grüne hier. Was ist das Grüne? Ach, das ist eine Brücke. Da sollten wir mal hin. Warte mal, da sollten wir mal hin. Kommen wir da rüber? Problemlos? Nee, wahrscheinlich nicht. Geht nur über den Weg hier. Und dann... So. Einmal meditieren. Oh, wir haben ja noch Punkte. Ach, Mensch, ich vergaß. Wir haben ja noch Fähigkeitenpunkte. 3 Stück. Wofür gebe ich die denn aus? Maximale Macht erhöht sich. Ja, warum nicht? Lichtschwert. Rückstoß. Verbesserter Vorstoß. Halte links unten und X. Das ist ein Sprunghieb. Doppel-X. Verzögerter Stoß. Sprunghieb. Okay, Gesundheit erhöhen. Oh, vielen Dank, Jedi. Sehe ich gerade. Agile Ablenkung. Automatische Ablenkung. Och, nehmen wir mit. Zumindest die Blasterschüsse können wir dann problemlos dann so mitnehmen. So, und ich muss... Wo ist das Ding? Hier links rum. Irgendwo da hinten unten. Okay. Ach, da. Ich muss das Ding benutzen. Hey! Was ist das, BD1? Ein neuer Skin. Naja, okay. Ich glaube, die Skins sind jetzt nicht so weltbewegend hier. Wobei, es sieht ganz niedlich aus. Nehmen wir mal mit. So, was haben wir hier noch? Wir haben keinen weiteren... Nee. Und die Mentes war auch nicht weiter. Gut. Nee, da nicht. Da wollte ich hin. Wo haben wir denn noch was? Das Gelbe... Das Gelbe ist machbar, ne? Rot war gesperrt. Rot fehlen mir die Fähigkeiten zu. Aber was war das Gelbe? Warte mal, wenn ich jetzt hier lang laufe, was kommt da bei dem Gelben? Die große Kluft. War ich hier drin schon? Nö. Wie war denn das mit dem Tauchen? Ah ne, tauchen können wir noch nicht, aber hier unten sind nämlich Sachen. Taucht muss gehen, weil, ich weiß gar nicht, auf welchem Planeten das war, war unter Wasser, war Krams. Komm, hoch da. Also konnte irgendwas bedienen, benutzen, was aber eben halt nicht geklappt hat, weil ich nicht unter Wasser gehen konnte.
das? Hier geht's sogar noch weiter hoch. Diese Tür muss aufgehen. Das ist neu. Aber sowas von neu. Okay. Cordovas Reparaturkit. Er hoffte, jemand würde seiner Spur folgen. Mit BD1 als Anführer. So, alte... Halt, so. Cordovas Druiden-Kit. Er hatte gehofft... Okay, genau das, was er gerade gesagt hat. So. Nicht, dass das einstürzt. Wobei, das sieht aus wie... Fall nicht zurück, BD1. Oh, warte mal, der wollte irgendwas scannen. Was hast du? Diese Trümmer dienten als Kerns für die Druiden, die beim Bau der Forschungsstation auf Bogano geholfen hatten. Ohne ihre Hilfe wäre nur wenig über die Zeffe oder ihr Gewölbe bekannt. Da ist noch eine... Hier auch nochmal. Mein Freund... Ich flog eilig nach Coruscant und präsentierte meinen Fund dem Rat. Okay. Schade, dass er das nicht weiter erzählen, sondern man das dann lesen darf. Trotz meiner Beharrlichkeit, trotz meiner Studien nahmen sie die Bedrohung nicht ernst. Nur eine Person glaubte mir, meine Vertraute Yocasta Nu. Sie gab mir ein Holocron aus dem Mediaarchiv, eine geheime Kopie ihrer Liste von jungen Machtbegabten. So, hier ist... Alles okay bei dir? Freut mich. Dieser Griff gehörte Cordova. Komisch, ich habe ihn zwar nie kennengelernt, aber er beruhigt mich. Stimmt, ein besonderer Ort. Ich habe den Griff hinzugefügt. Ein Teil von ihm soll immer bei uns sein. Eieieiei. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ist das jetzt wirklich eine Doppel? Doppelklingen-Lichtschwert. Das Doppelklingen-Lichtschwert in puncto Massenkontrolle überragend setzt Machtangriffe ein, um größere Gruppen zu bewältigen. Okay. Blocke nach der erfolgreichen Abwehr eines Blasterbolzens zweiter und weiter Bolzen. Ach, okay. Ui. Das ist ja cool. Wie kann ich denn wieder wechseln? Ach so, links und rechts. Okay. Ah, schön. Cool. So, es gibt jetzt hier den Weg hier durch die Tür. Warte mal. Das ist eigentlich ein beweglicher Stein. Eigentlich, aber hier drin macht er keinen Sinn. So, und hier geht die Tür nicht weiter. Hier ist er geschwindet. Okay. Dann geht es hier weiter nach oben. Eine Ach, wir sind jetzt hier. Ah. Hier, wo ich nicht reinkam. Sehr gut. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas Gelbes hier? Da unten noch die Barriere, ne? Ich bin hier nach rechts abgebogen. Ich hätte hier noch nach links gehen können. Da waren wir noch nicht. So, das heißt, ich gehe nochmal nach unten. Kann ich hier nach unten? Ne, hier kann ich nicht nach unten. Ich muss hier nach unten. Und dann hier nach unten. Au. So, da muss ich hin. Nein. Und tschüss. okay, das war unnötig. Habe ich hier schon...
Ach so, da komme ich bloß. Komme ich denn da hin? Da war ich doch schon mal, oder? Na, mal gucken. Ah, fast. Da oben ist irgendwas. Da oben ist irgendwas. Daneben. Warte mal. Lieber runterfallen nochmal. Es kostet ja nichts. Warum macht das nicht? Ach, da hinten geht's gar nicht weiter. Oder? Warte mal. Wo komme ich denn hier raus? Da unten, ne? Also, irgendwie kriege ich das nicht zu fassen. Ja, wir gucken mal. Mal sehen, was hat noch alles so kann hier beim Fallen. So, jetzt holen wir mal Schwung. Das geht nicht. Ist doch doof. Ich will da hin. Da muss irgendwas sein da oben. Ich glaube, hier geht's doch gar nicht weiter. So, da will ich rauf, auf diesen Vorsprung. Doch, da hinten können wir uns ranhangeln. Sehe ich gerade. Da links sind Ranken. Oh, nee, wir kommen da gar nicht hoch. Hä? Der Fahrstuhl. So, da hinten sind Ranken, da können wir lang klettern. So, und hier scheint hier überhaupt was im Vorsprung zu sein. Schwung holen. Und Schwung holen. Ah, okay. Warte mal. Ach, da ist doch was. Da ist sogar mehr. Knochen. Ja, aber unglaublich alt. Mir sagen sie nicht viel. Alte Knochen. Alte Überreste einer empfindenden Spezies. Zu schwach, um weitere Informationen daraus zu ziehen. Da kommen wir bloß nach oben. Okay. So, was ist das hier? Ah, Besuch. Aua. Begräbnisstätte. Eine alte Grabstätte, die hastig errichtet wurde für eine unbekannte Spezies, nicht menschlich. Okay, hier ist nochmal ein... Nee, hier kommen wir bloß wieder auf die Rutschbahn. Ah, okay. Damit wir nämlich genug Schwung holen können hier. Genau. Wie läuft's da hinten, BD1? Ah.
Kacke aus. Guck mal, da kann man richtig tief reingucken. Aber richtig tief, da. Sehr cool. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alle... Warum ist da eine Bank? Ach so, das ist eine Werkbank. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, wir haben jetzt alles, was wir hier machen können. Gut, dann gehen wir zum nächsten Planeten. Wir müssen von hier... Idealerweise wie? Können wir da hochklettern? Wie gesagt, so ein bisschen Schnellreisesystem wäre an einigen Stellen echt angebracht. So, kurz meditieren. So wie man halt bei einem Bonfire und so weiter bei Dark Souls dann weiterkommt oder eben halt schnell reisen kann zu den einzelnen Stellen. Ach, deswegen haben wir das Ding hier runtergepackt. Sehr gut, verstehe. Irgendwas raschelt hier um. Ach so. Warte, die Viecher sind nicht da. Oder das Vieh da. Süß, oder? Komm, dreh dich mal um. Na komm, dreh dich um. Mag er nicht. Okay, wir müssen dort drüben hin. Das machen wir am besten, indem wir hier an zwischen der Wand durchlaufen. Ach, da hinten war das. Okay. Rasenbeben hier. So, da kommen wir problemlos rüber. Oh! Also fast. So, da brauchen wir jetzt nicht meditieren. Das ist schon mal so. Können wir ja mal gucken, ob wir so einen Bocklin jetzt hier haben, ne? Na, komm hoch hier. Wo könnte denn der Bocklin sein? Ruhig. Oh. Zu ruhig. Ach so? Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich hab zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Du und Steer wart also schon ein paar Mal hier? Wir waren überall. Auf einer Nonstop-Tour durch die Galaxis. Sie zahlt die Rechnungen. Ich kann mich nicht beschweren. Besser als sich jahrelang im Schrott verstecken. Das sehe ich ganz genauso. Und ich kenne Schrottplätze. Und der Planet war der schrottigste. Ich kann nicht glauben, dass jemand... Entschuldigung. Du hast ja recht. Hier, dieses Grün ist auch wieder so doof, dass das so reinstrahlt, ne, in die Linse. So, guck mal hier. Ich kann gar nicht wegsehen. Ja, das wächst und gedeiht. Wo könnte denn der Bocklin sein? Der blinde Passagier. So, wir wollen bloß schnell speichern. Der wird hier unten sein, oder? Nee, also den wir haben, der ist schon am coolsten. So schön Lederriemen rum, das ist auch gut.
Aber das sieht auch gut aus. Wobei wir das ja fast nie sehen hier, ne? Wir könnten höchstens... Ja. Aber wo ist unser blinder Passagier? Ich hab's gehört. Ich guck trotzdem vorher hier erstmal. Wahrscheinlich taucht er mitten im Flug auf oder so. So. Gut, legen wir unser nächstes Ziel fest. Genau, unser nächstes Ziel ist nicht Kashyyyk, sondern Datumir. Das ist nämlich ein Außerplanmäßiger. Ich soll nach Datumir? Ja. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Warum? Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Okay, die Schwestern der Nacht von Datum hier waren ein Zirkel aus mächtigen Machtbegabten. Da sie Magie, eine in Jedi und Sith unbekannte Manifestation der Macht, geschickt einzusetzen wissen, hatten sie lange Zeit über Datum hier geherrscht. In der streng matriarchalischen Gesellschaft der Schwestern der Nacht gab es einen Zirkel, der einer Mutter unterstellt war, die auch über die untergeordnete Klasse der Brüder der Nacht herrschte. Ihre Zivilisation wurde auf Anordnung von Count Dooku zerstört, nachdem Asajj Ventress und ihre Schwestern versucht hatten, ihn zu ermorden. Okay. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Ob das so gut ist, dass wir da jetzt hingehen? Ich finde das so cool, wie die so reinploppen. Wow. Ah, das kennen wir doch. Wow. Herr, seid mutig. Das ist ein tödlicher, gefährlicher Ort. Dann sollten wir gehen. Deine Entscheidung, Kerl. Grease wird es freuen. Er versteckt sich bestimmt noch auf dem Schiff. Nö. Ich brauche eine Sekunde. Wir gehen trotzdem gucken. Wow. Mal diese riesigen Köpfe, die kommen mir irgendwie bekannt vor. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, warte mal, hier kann ich bestimmt hochklettern, oder? Nee. Das geht auch nicht. Haben wir da nicht gestanden. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Nee. Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich ein bisschen an Stranger Things gerade, das Vieh. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, hierher zu kommen. Uiuiuiui.
sind hier alle ein bisschen heftiger, habe ich das Gefühl. Und sie bekämpfen sich gegenseitig. Das ist noch besser. Ich weiß nicht, ob ich hier schon sein sollte. Fluchrückenspinne kann Fernangriffe mit giftigen Speichel ausführen, sondern nach dem Tod eine toxische Säure ab. Ist was? Was ist das? Tja. Niederer Nydak. Setzt auf eine starke Verteidigung, um die aggressiven und unerbittlichen Angriffe der Kreatur abzuwehren, kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Okay, Paraden. Ich glaube, das war keine gute Idee, hierher zu kommen. Halt! Jags! Was? Bestattungskapseln waren ein wichtiger Teil der Bestattungsriten der Schwestern der Nacht. Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten einer Kapsel war ein mühevolles Unterfangen. Die Stofftücher wurden dreimal in magischem Wasser gewaschen, der Zwirn handgeflochten mit einem Schutzzauber belegt. Während der Leichnam mit duftenden Ölen beisammen. Gute Arbeit. Ich fühle mich hier gerade ein bisschen verloren in der Welt hier. Okay, wir können nicht an allen Wänden laufen. Schade. Aber wir können hier hochklettern. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber es ist möglich. Hi. Weißt du, da habe ich die schon durchschnitten und dann reagiert. Das Ding ist, glaube ich, auch nicht. Warum brennt hier eigentlich ein Feuer? Das muss doch irgendwie noch aktiv. Also was drin? Ein neuer Skin. Nö, der pinke gefällt mir besser. Warte mal, hier können wir eine Abkürzung, glaube ich, freischalten. Oh, ich habe... war gerade machtlos. So. Abkürzung. Jetzt können wir nämlich direkt hier nach oben. Wie sieht das eigentlich auf der Karte aus? Hier drüben geht noch ein Weg. Ach, der da. Den würde ich jetzt aber ungern gehen wollen, weil wir rutschen hier runter. Das ist ein Ausgang. So, da unten ist ein Tor, das kriegen wir noch nicht auf. Fehlt wieder eine Fähigkeit. Daneben ist aber irgendwas, was theoretisch geht. Eine Warnung? Keine Daten gefunden. Aussehen verheißt nichts Gutes. Mhm.
Aber hier hätte ich doch auch langlaufen können, oder? Oder warum bin ich jetzt... Hä? Die bewegt sich gerade ein bisschen zu doll, aber... So. Oh. Ach, hier wollte ich hin. Ja, hier wollte ich hin. Hier war ich. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. Sehr gut. Hier war ein Fremder, kein Bruder der Nacht. Ich spüre etwas Vertrautes. Okay, es war also geplant, aber ich kann da nicht. Ich kann hier... Nee, kann ich nicht. Es ist hier so viel zu finden. Was ist das hier unten eigentlich? Ist da irgendwas? Wahrscheinlich verändert sich das später nochmal was. Okay, hier sind wir. So, dann wollen wir, müssen sogar, hier durch das Tor hier oben, also hochklettern. Huh! Wo kommst du denn her? Und warte mal. Erstens das hier. Das ging schnell. Was ist das, BD1? Ein neuer Sender, okay. Oh. Das kam nachträglich rein. Waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Oh oh. Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du... Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt dir etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Warte! Hä? Du, oh Gott. Eindringling, komm her! Geschickt und flink. Eine starke Verteidigung. Die aufmerksame Nutzung von Angriffsmöglichkeiten sind ratsam. Weiche ihre nicht blockbaren Überkopfangriffe aus. Hast du was? Oh. Andere Seite, okay.
Oh. So, dann wollen wir mal. So, oh, wir haben wieder drei Fähigkeiten insgesamt. So, was könnten wir denn machen? Kergen regeneriert zusätzliches Leben, wenn er einen Stim-Behälter von BD1 benutzt. Macht das sonst nicht? Achso, geht noch nicht. Warte mal. Wir erhöhen mal die Macht. Okay, Machtregeneration nehmen wir noch. Erhöht die Distanz, Sprintattacke. So. Guck mal, da sind noch ein paar Punkte vor uns, aber nicht mehr viele, habe ich das Gefühl. Ich glaube nicht, dass es da weitergeht, ne? Das sieht bloß so aus. Ja, ja, sieht bloß so aus. Oh, hi. Noch mehr nach Brüder. Komm schon, kämpfe mit mir! Ja, mach ich doch. Brüder! Ach, der ist schon tot. Du wirst sterben, Jedi. Oh, okay. So verteidigt sich ein Feigling. Ach so, ich verstehe. Deswegen stehst du da mit einem Bogen. Ach, der ist nicht blockbar, okay. Tschüss. Der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Oh doch. Weiche nicht blockbaren, aufgeladenen Projektilen von Energiebogen aus, wäre normale Schüsse des Energiebogens ab und wirf sie zurück. Okay, ja, das haben wir, gelernt. So, wir haben einmal einen Weg hier hinten. Ach so, ich dachte da, hier könnten wir hochklettern, aber ich glaube, das bringt nichts, ne? Nee. Oh. Eindringling! Deine Niederlage ist sicher! Ey! Dein Leben ist verwirkt! Hör mit dem Unsinn auf, Eindring! Bezahle für die Sünden der Jedi! Eieieiei! Jawohl! Gefährlichsten sind sie im Rudel. Geh ihnen aus dem Weg. Ich glaube, die kriegen wir als Verbündete, oder? Nachdem wir ein paar abgeschlachtet haben von ihnen. Ich brauche Medizin, BD1. Eindringling! Dieser Schmerz bedeutet nichts. Okay. Thank you.
wieder. Komm. Komm, schieß mal normal, normal. Tschüss. Geht's gut, BD1? Ein Fremder! Oh! Die sind Schweinebanden! Hey! Irgendwas Brauchbares? Ja. Rennfahrer. Mhm. Okay. Hier ist nichts weiter, ne? Ne, es geht nur hier hinter uns lang. So, jetzt. Komm, komm, komm. Vorwärts, Brüder! Schieß da. Brüder, hüpf, jetzt in die Rasch. Na komm. Trau dich. Zwei Wochen später. Hä? So. Da unten haben wir nichts, ne? Nee. Schön aufpassen. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier eine Etage höher. Hm. Ich habe etwas gehört. Psst. Da ist eine Kiste. Ach so. Es war also was drin. Lichtschwertschalter Magus. Ist aber auch verwinkelt hier, ja? Ach, jetzt kommen wir von hinter der Tür. Jetzt können wir eine Abkürzung freischalten. Was ist das da unten? Das sähe irgendwie begehbar aus. Oh. Oh, ein Weggefährte. Du hast wohl schon die Schwester der Nacht getroffen. Und dennoch bist du am Leben. Ein Lichtschwert. Nein, nein, nicht verstecken. Jetzt verstehe ich, wie du überlebt hast. Wer bist du? Nein, bitte hab keine Angst vor mir. Ich bin nur ein Reisender. Ja. Ich studiere die Natur der vergangenen Kulturen und toten Philosophen. Auch die Schwestern der Nacht? Oh, ich studiere vieles. Die Schwester der Nacht, ja. Auch sie. Oh. Sie war noch ein Kind, als der Krieg uns heimsuchte. Sie musste mit ansehen, wie ihre Familie stirbt.
Was wisst ihr über diese Ruine? Ach, die, ja. Unsagbar alt, das ist sie. Die Schwester der Nacht und ihre Sippschaft. Sie wurden verführt. Von der Kraft, die darin schlummert. Nein, meide sie. Ansonsten widerfährt das auch dir. Wer ist er? Nach der Landung auf Datumir kämpften Cal und BD-1 gegen eine Schwester der Nacht, die sie aufforderte, den Planeten augenblicklich zu verlassen. Als sie sich weigerten, befahl sie einigen Brüdern der Nacht, sie anzugreifen. Kurz nachdem sie der Gefahr entronnen waren, trafen Cal und BD-1 einen Wanderer, der vorgab, Zephyr-Ruinen zu studieren. Wer er ist und was aus der Schwester der Nacht wurde, bleibt abzuwarten. Wie lange seid ihr schon hier? Lang genug. Diese Welt gewährte mir Zuflucht, als ich sie brauchte. Unterkunft, als ich schwach war. Erleuchtung, als ich mich in der Dunkelheit verloren hatte. Aha. Woher wisst ihr so viel über die Schwester der Nacht? Beobachtung. Ich habe viel gesehen, seit ich hier bin. Was soll das bedeuten? Muss es etwas bedeuten? Viele große Geister haben sich verloren auf der Suche nach Ordnung. Ich muss mal los.